Jedoch reicht eure Sicht nur ein paar Schritte weit. Ihr taumelt vorwärts und seht euch Auge in Auge mit euch selbst. Vor euch steht eine Statue aus Stein, die euch bis aufs kleinste Detail gleicht. Aus der Dunkelheit ertönt eine Stimme, die euch, wenn auch in amüsiertem Ton, Anschuldigungen an den Kopf wirft. Dein Stolz, großer Plünderer, ist unverdient, wo doch dein ganzes Dasein nur geliehen ist. Ehre, wem Ehre gebührt, und Ehre muss gezollt werden, wo es verlangt wird. Aus der Dunkelheit zischt ein Dolch aus Knochen und trifft auf die Statue. Sie wird nur leicht beschädigt, doch ihr verspürt einen Schmerz, als würdet ihr in der Mitte entzweigerissen. Du wurdest so gemacht, wie du bist, warnt euch die Stimme, und genauso kannst du auch vernichtet werden. Ihr fallt zurück ins Nichts und wälzt euch auf eurer Lagerstätte bis zum nächsten Morgen unruhig hin und her. So, und das war die Sequenz. Wird auch mal wieder wunderschön inszeniert, wenn man schlafen geht, dass man dann noch so was Schönes als Sequenz bekommt. Ja, natürlich. Wir machen uns dann mal weiter auf den Weg und das Feld wurde wieder verkleinert. So, jetzt ist es wieder normal groß. Also, raus hier und gehen wir eben noch in die Schmiede. Wahrscheinlich werden wir trotzdem nicht drum herum kommen, in den freundlichen Arm zu gehen und noch was zu verkaufen, weil hier wieder nicht alles angenommen wird. Kann man nichts machen. Irgendwie so ein bisschen da weiter unten. So, ist doch schon viel besser. Ja. So, hier. Ah, da ist Otto Getreuhammer. Keine Ahnung. Ich würde jetzt noch nicht mit ihm. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Hallo, kann ich an diesem wunderschönen Tag irgendetwas für euch tun? Könnt ihr uns zeigen, was ihr zu verkaufen habt? Schienenpanzer plus 1, ja, den habe ich ihm, glaube ich, mal gegeben. Helm zum Schutz vor Bezauberung. Wieso hat er meinen Helm zum Schutz vor Bezauberung? Muss ich mal rausfinden. Also hier haben wir, das willst du nicht, oder? Oh, doch, du willst es. Lieber Kerl. Den Schmuck willst du nicht. Also nicht schlimm, wenn er das aus dem Beutel nicht will. Das verkaufen wir dann an den Ersten, der es haben möchte. Ja, der Punkhahnestamm weg, der bringt ja nur 2,7. Schnellschussarmbrust, Giftdolch. Umhang, ne, den behalte ich aus irgendeinem Grund. Kriegshammer kommt weg. Der Jagdbogen kann auch weg. Die können wir immer noch zurückkaufen, falls wir die Person irgendwann aus Versehen finden. Die Masashi kann weg. Ja, ein paar Sachen habe ich noch ganz vergessen zu identifizieren. Ja, den Großteil. Hier die meisterlichen Säurefallen, die meisterlichen Pfeile können auch einfach mal weg. Finden wahrscheinlich eh noch genug. Ja. Hier Feuerschutzrobe. Langbogen der Treffsicherheit. Der Todesschuss. Nach Jahren der Rivalität beschlossen die Herzöge von Spandellion und Del Huntele einen privaten Wettkampf auszutragen, bei dem der bessere Bogenschütze ermittelt werden sollte. Beide prahlten mit den Kräften ihrer magischen Bögen, aber es war Edward Erst, dem Herzog von Spellion, nicht genug. Er ließ den Bogen seines Gegners stillen und freute sich am Tag des Wettkampfes hämisch über seinen so errungenen Vorteil. Ja, das Mikro ist wirklich wieder an. Über den so Herzog von Del Huntle, der nur Raimond genannt wurde, verlangte, dass etwa seine Fähigkeiten an einer Vogelscheuche beweisen sollte, die er aufgestellt hatte. Edward es zog seinen Langbogen und schoss den Pfeil entschlossen ab, wobei ihm auffiel, welch unheimliche Ähnlichkeit die Puppe mit ihm selbst hatte. Das Geschoss spaltete den Kopf der großen Voodoo-Puppe in zwei und der Kopf von Edward tat es ihm nach. Eigenschaften: Schadensbonus plus 2 Geschoss, ETW 0 Bonus minus 3, Gewicht 2, Initiative Faktor 5, Minderstärke 6, bla bla bla. Ja, vielleicht was für Minsk. Das sind normale Dinge, das geht dann dahin. Minsk, was hast du denn alles Schönes da? Du hast ja einen Bogen. Was macht der? Schaden plus 3, Geschossbonus 2 plus.
Ah, dann kriegst du den neuen Bogen. Wir können ja allgemein mal gucken. Mit dem Bogen machst du 13. Mit dem Bogen machst du 10. Wow. Damit ist du ja besser als mit dem Zweihänder. 11. Ja, du behältst den Bogen, der andere kommt in die Tonne. Ja, hier sind noch ein paar Pfeile. Guck mal drüber. Eisenpfeile. Hier hat er doch. So, der Rest kommt auch in die Tonne. Hier ist noch ein bisschen was. Ah, ich mag es, Kram zu kaufen und zu verkaufen. Bin ich ganz ehrlich. Das bedeutet, man hat was. Und wenn man was hat, ist das gut. Ja. Dahin bitte. So, wir hatten hier noch Sachen, die dann... Ach, das kann hier mal rein. Spruchrollen werden eh nie verkauft, auch wenn man die nicht benutzt. Obwohl, ich habe, glaube ich, trotzdem schon welche verkauft. Ach, manchmal verkaufe ich die doch, wenn ich was Wichtiges brauche. So, das kann auch mal alles weg. Auch mit einem Pfeil der Durchbohrung. Obwohl, der Pfeil der Durchbohrung. Hast du nicht welche? Ja. So. Das geht ja noch da rein. Ja, die Tränke, ich benutze ja im Moment kaum noch Tränke, die kommen später bei den richtig schwierigen Kämpfen zum Einsatz, weil die da doch schon... Hier, die können noch... ja, im Moment kann auch ein paar von... Hier, die ganzen alten Nachrichten können jetzt mal weg. Ja doch, die können weg, bis auf das Autogramm. So, das Autogramm behalte ich. Und dann können die zwei Sachen doch wieder zu ihr. Alles so gut? Ja, so ist alles gut. Nein, da sind noch zwei Spruchrollen. Jetzt ist alles gut. Mach's kurz, ja? Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich so, alles weg, machen, weg. Was ihr wollt. Weg, weg. Weg, weg. So, 30.000 wieder hier. Es geht aufwärts. Was? So, also raus hier. Ja, wir haben jetzt im Prinzip, was haben wir denn nicht verkauft? Doch, wir haben alles verkauft. Also, Mantelwald 1. Obwohl, heißt das Mantelwald? Ich glaube, es ist einfach nur Mantelwald. Ich bin gerade nicht sicher. Ja, ruckel, ruckel, ruckel. Ja? Meiner treu. Lasst uns bloß machen, dass wir hier durchkommen, Schildkröte. Wer weiß, was für ein Gezücht sich zwischen den Bäumen tummelt. Ah ja, der Zwerg. Ja, Mantelwald 1 heißt er wirklich. Schön. Gehen wir erstmal hier nach unten. Verschwende ich nur meine Talente. Es gibt im Mantelwald auch noch einen schönen Spinnwaldabschnitt und es gibt Lindwürmer. Aber die im Lindwürmer im Mantelwald sind auch relativ nett, vor allem weil man einem gewissen Lindwurm nur tot begegnet. Und das ist nicht so. Und da lohnt sich schon ein Feuerball. Ja, natürlich. Was gibt es? Selbstverständlich. Hier, du hast den Schutzring, ich meine. Der Schutzring ist jetzt nicht wirklich das Problem, oder? Egal. Du hast außerdem noch ein bisschen Schaden. Finde ich gar nicht so schön. Hier, heil mal. Das hat auch irgendein Pfeil wie eben aus Versehen getroffen. Was wollt ihr? Ja, Zwerg, du doch mal ein bisschen was. Ein toller Mantel. Ach ja, wir sollten ja irgendjemanden noch seinen Mantel bringen. Er war im Freundlichen Amt oder irgendwo in Berelik Ost. Ich meine irgendein Halbling. Ich könnte jetzt auf meinem Zettel nachgucken, aber... Ich mache das einfach zwischen den Let's Plays, dass ich auf den Zettel gucken. Wir bringen ihn dann weg. So, gucken wir mal unten. Nächstes Gebiet bitte. Ja, wir könnten jetzt ganz schnell durch den Mantelwald durchlaufen, aber das ist nichts in der Sache. Ich möchte euch den Mantelwald zeigen, weil der wirklich voller Erfahrung und schöner Sachen ist. Und vor allem kriegen wir im zweiten oder dritten Abschnitt für Minsk ein schönes Schwert. Wirklich ein schönes Schwert. Ich glaube, es heißt Spinnenfluch. Weil es legt auf Minsk die Fähigkeit, hier sind noch mehr von den kleinen, Ogrillons. Und, Schwertspinne? Große Spinne. Sondern es keine Phasenspinne ist.
Ich glaube, der Ogreon war noch, die Spinne ist wesentlich stärker als, ja? Ja. Ach, es ist gut, noch hinten wieder einen Fernkämpfer mehr zu haben.